electro, I will survive. When I'm out of ammo, I just let the rack go, I will survive. Even when I'm in Cherno, up in electro, I will survive. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Daisy Roleplay hier von der PlayStation 4. Ja, Chief Dösbaddel. Wir begeben uns jetzt hier einmal wieder in den Dienst. Ich komme ja erst in dieser Woche mal relativ spät nach Hause. Komme jetzt später am Abend in den Dienst und wir schauen einfach mal nach, was die Kollegen so heute gemacht haben. Lass uns mal eine kleine Tagesübersicht geben. Und mein Plan für den restlichen Abend ist eigentlich noch die Hausdurchsuchung bei dem ehemaligen Chief Comery, denn der hat einiges mitgehen lassen aus dem Polizeirevier, als er den Dienst quittiert hat. Aber ja, schauen wir mal, ob das so klappt und ja, was so passiert. Ihr seid herzlich eingeladen, mit dabei zu sein, also viel Spaß mit dem Video. Guten Tag, Chief. Na, alles gut? Morgen, Herr Staatsanwalt. Guten Morgen, Herr Dösbaddel. So an. Tut mir leid, der Staatsanwalt ist ein bisschen abgehoben jetzt, der hat ein Auto gekauft. Oha. Von seinem ersten Gehalt hat er gleich sofort ein Auto gekauft. Kann ich verstehen. Um auf den neuesten Stand zu bringen. Wir sind ein bisschen durch die Stadt patrouilliert, hier und in Niniska. Soweit haben wir hier in Brenner 3 mündliche Verwarnungen verteilt wegen Maskierung innerhalb der Ortschaft. Ansonsten ist uns aufgefallen, dass neben der Kirche hier unten jetzt ein Turm hingebaut wurde auf der Straße. Auf der Straße? Ja. Okay. Wo ist denn eigentlich der Bürgermeister? Bürgermeister ist schon seit einer Weile nicht mehr da. Ja. Der Bürgermeister, der lässt sich das auf den Kanaren gut gehen. Ja, ich glaube auch. Wie lange der schon da ist. Wir waren auch in Veniska. Mhm. Da haben wir den Snoopy Dog angetroffen. Ja. Der hat uns gebeten, dass, weil die planen am Samstag die Bürgermeisterwahl, dass wir da auch ein bisschen Sicherheit sorgen. Ja. Während der Wahl. Und dann können wir ja die darauffolgende Woche vielleicht am Samstag in Brenner die Bürgermeisterwahl dann machen. Wäre ja so ein Vorschlag. War sonst nicht so viel Aufregendes hier. Das ist doch gut. Ist recht ruhig. Was gut ist, ja. Keine Spur von Ben, Marcel und den Comery. Da lassen wir den Chief entscheiden, was wir jetzt machen. Na, ich dachte, wir machen alle unsere Rucksäcke leer, fahren mit 2-3 Autos darunter und holen uns das wieder, was uns gehört. Boah, da bin ich dabei! Aber was dann besser, wenn 1 oder 2 mit. Muss ich nur einen Moment einen Rucksack holen. Was hat der alles geklaut? Amphius. Der Chief hat noch, also nicht der Chief, der Comery, der Ex-Chief, der hat noch Dienstwaffen, etliches und Zelte, die Staatseigentum sind und alles Mögliche. Unter anderem meine persönliche KM ist da mit dabei. Außerdem haben die mit Waffen hier rum hantiert und als kleine Lektion sollten wir mal die ganzen Waffen einziehen. Ja. Ich meine, wir wollen ja nicht alles mitnehmen, nur das, was uns auch rechtmäßig gehört. Und vielleicht doch die ein oder andere Knispel. Wir fahren jetzt gleich dahin und schauen uns mal die Lage vor Ort an, ob jemand da ist. Dann schickst du dem Comery einen Durchsuchungsbefehl mit einem Termin in, sagen wir mal, was weiß ich, halbe Stunde oder so. Die warten wir dann ab. Hallo, ich den schicken soll? Weiß nicht, ob das irgendwie dreist rüberkommt, wenn ich, ne? Ich weiß nicht, ich habe da so ein komisches Gefühl bei. Oh. Wissen Sie, was das Problem ist? Wenn er sieht, dass ich das unterzeichnet habe mit dem Durchsuchungsbefehl, dann wird er sich so einen Hass auf mich schieben und dann will er mich auch, dann bin ich auch auf seiner... Das Problem wirst du öfters haben. Du musst als Staatsanwalt musst du jetzt durchgreifen. Also, ich meine, wir können dir Polizeischutz geben, wenn irgendwie Gefahrenvollzug ist, aber... Du musst halt jetzt mal die Eier raushängen lassen.
So ist dann. Das ist jetzt generell auch, wo ihr hier steht. Wir sind, wenn wir jetzt da runterfahren, zu dem Camry. Also nichts von Batman gelernt. Gilt oberste Vorsicht. Also ich will hier keinen. Ich will nicht mit einem Mann weniger wieder nach Hause fahren. Ja. Oberste Vorsicht ist angesagt, also wirklich keine Alleingänge, keine Risikosachen. Wenn die da stehen, bewaffnet und ziehen raus und sagen, wir lassen euch nicht rein und so weiter. Okay, lass mal jetzt. Gehen wir mal alle los und schnappen den. Alle raus. Ja, jetzt kommen hier erstmal 10 Polizisten angelaufen. Von rechts. Die machen das schon seit gestern, ey. Das geht mir so auf den Nerv. Immer den Zombies hinterher. Wo kam das her? Für irgendwo von hier, ne? Ja, irgendwo von. Da vorne ist ein Turm. Der ist auch relativ frisch, ne? Hallo? Ist jemand zu Hause? Also vor uns. Kam da ist ein Auto. Von Wo ist ein Auto? Ach da. Da vor uns. Ich glaube, das ist der Autohändler. Ich glaube, weil der meinte vorhin, der wollte rumkommen. Oder? Holla. Hallo? Hallo? Mhm. Hoch. Oh. Steve, ist bei euch alles okay? Bitte komm. Auf dem Turm. Hallo? Hallo? An dieser Stelle mal Shoutouts an Bohemia Interactive. Danke für den Whitelist-Bug. Kriegt das bitte endlich mal in den Griff. Das nervt wirklich nur noch. Ich zitiere: Sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie sich Zutritt zu seinem Gebäude verschaffen, möchte er es tödlich enden lassen. Zudem kam auch noch von ihm, auch wenn wir nur sein Gebäude anpusten, werden wir sterben, also möchte er uns umbringen. Over. Eine Schussankündigung hat per Ingame Voice zu erfolgen. Wir hören uns das dann Ingame an und dann sehen wir weiter, wer stirbt. Ja. Ist okay. Hat er noch also, was geschrieben? Gesagt, ich habe einen Brief, wie gesagt, zurückbekommen. Hm. Ich zitiere den Brief. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie sich Zutritt zu meinem Objekt verschaffen, ohne meine Anwesenheit werde ich dies mutig enden lassen. Zudem müssen Sie mir mindestens 24 Stunden vorher Bescheid geben. Entschuldigung. Wer sagt tödlichen das? Grüßen, James Comrie. Verstehe ich auch nicht, wer das sagt. Der korrupte Cop sagt das. Mhm. Stimmt. Der ist ja alles richtig gemacht hat. Zudem werde ich sie töten, wenn sie mein Gebäude nur anschlägt. Zitat James Comrie. Chief, einmal der Jack ist draußen. Mhm. Einen wunderschönen guten Tag. Was soll ich sagen? Lea. Hi. Können Sie mal bitte Ihre. Ah, haben Sie schon. Ein Schuss im Lauf. Kein Magazin. Ich habe auch nicht mehr, ne? Also Sie können auch gerne reingucken. Ich habe jetzt zwar noch mehr was. Ist schon los ohne mich? Ist schon los ohne mich? Haben Sie gerade hier geschossen? Nein, ich stand ja gerade da oben auf meinem Turm und habe mich auch gewundert, wer geschossen hat. Allerdings fällt mir gerade mal so ein, bevor wir, ihr hattet ja alle Whitelist-Bug, glaube ich auch. Kommen Sie mal mit am besten.
sind sie? Anton. Hier oben. Ja? Als ich hier umstand mit meinem Entfernungsmesser. Ich guck mal kurz durch, wo habe ich meinen. Habe ich genau. In der Richtung so. Also praktisch da, ja, kann man es mal hier sehen. Also zwischen die beiden Bäume, genau mittig. Jemanden gesehen. Kann aber auch sein, dass es da hinten meine Nachbarn waren. Hm. Die schießen ja auch öfters rum. Wer wohnt da in der Scheune? Bist du das? Das ist dieser. Wie heißt der? Dima und der Nikolai. Das sind die beiden, die öfters mal durch die Stadt rennen. Also die wohnen auch hier gegenüber von mir. Da drüben wohnen die auch. Und denen gehört auch die Scheune da unten? Ja, ja. Die haben auch ihre Scheune. Alles klar. Gut zu wissen. Na gut. Dann danke für die Information. Kann ich eventuell noch meine Waffe wieder haben oder haben die schon abgelegt? Perfekt. Ah, okay. Na ja, das perfekt ging an Steve, weil der vom Turm runtergeflogen ist. Ja, also. Haben Sie Ihre Waffe wieder? Nee. Ach, die liegt ja hier. Die ist hier. Pass auf dich auf, ne? Ich bin jetzt mit Max eventuell nach Copa, richte mir also das Büro ein. Büro ein. Dann mal gucken. Ja. Mach das und mach dir keine Sorgen. Alles gut. Dir wird nichts passieren. Ja. Pass auf euch auf, Jungs. Ja. Dann bis später. Jo, bis später. Schönes Auto. Ja, bisschen gedauert. Vorne ist ein Auto. Im Gegenverkehr. Ja. Hallo. Tschüss. Habt ihr erkannt, wer das war? Das war Jaschka. Ah, okay. Ich würde sagen, wir laufen dann entweder von Tano oder von Borek zu Fuß weiter. Chief, ja? vor Borek ist ein Feldweg, der eine gewisse Abkürzung ist, kurz vorm Wald und da ist ein See davor, ja. vor der Base vom Kombi, ja. Da könnten wir mal kurz... Also da in den Feldweg hineinfahren, dort die Autos abstellen und dann durch den Wald hindurch. Das ist, glaube ich, ein Eisenbahngleis, ist das. Das ist ein Stück zurück, müssten wir fahren. Und dann Ein Stück zurück, dann den Feldweg rein und bei den Gleisen stellen wir das Auto ab. Ja, und dann gucken wir uns das mal an. Von dort. Ja. Wir wissen ja nicht, was da uns erwartet, dass wir uns zumindest schon mal einen Überblick, weil die, ich weiß, dass der Aussichtstürme auf dem Dach hat. Das ist ein großes, eine große Industriehalle, komplett umzäunt auf dem Dach. Wenn die sich dort oben positionieren, könnte es halt ein Hinterhalt für uns sein. Ja. Wir checken das ganz vorsichtig ab. Wir machen das so, dass einer spät, der ein gutes Visier hat oder Fernglas oder der quasi uns Overwatch gibt. Per Funk gibt er uns durch, wenn wir uns nähern können. Ist jemand... wird das jemand übernehmen? Also als Scharfschütze quasi? Hat jemand ein Fernglas vielleicht? Oder ein gutes Visier? Ich hätte ein gutes Visier, aber ein Fernglas wäre nicht schlecht. Wenn nicht, muss ich dann mit meinem Visier gucken. Fällt das aber nicht. Ich kann dir ein Entfernungsmesser geben. Entfernungsmesser habe ich auch. Ich frag mal noch unten nach. Ja, also wir werden, sollte da drin Aktivität sein. Mehrere Personen, die vielleicht mit Waffen auf dem Dach rumlaufen oder so, müssen wir mal schauen, wie viele das sind.
Und dann entscheiden wir nochmal neu, ob wir das Risiko eingehen wollen, wie sicher wir uns der Base nähern können. Wir können versuchen, mit ihnen zu reden. Ich weiß zwar jetzt schon, wie das endet, aber wir werden kein unnötiges Risiko eingehen, dass wir beschossen werden oder sowas. Also keiner geht, macht irgendwie einen Alleingang, geht auf die Base. Also das Wichtigste ist erstmal unsere Gesundheit zu schützen. Und dann sehen wir weiter. So, an den Gleisen gehen wir dann zu Fuß weiter. Wir fahren jetzt bis an die Eisenbahnschienen, da stellen wir die Wagen und die Autos ab. So. Alle da? So. Ab jetzt Funkbetrieb. Genau. Weißt du, wo du hin musst ungefähr? Also wo die Base ist? Linken an Polizei. Wir wurden gerade angeschossen. Also uns geht's gut. Ich bin mit Max. Rotes Armband, Helm und Maske. Wir fahren jetzt erstmal weg. Over. Habt ihr den Funkspruch bekommen? Ja. Ja. Ja, positiv. So verstanden. Rotes Armband oder oranges Armband? Rot, orange. Egal, die hatten auf jeden Fall das Markenzeichen von den anderen. Und zwar diese Ghost-Maske. Schüsse wurden, wie gesagt, auf uns abgelassen. Unfeuer in Brenner war ein Dauerfeuer, jedoch wurde mir nicht getroffen. Wir sind jetzt auf dem Weg von Kolumbroli raus Richtung Karnow. Haltet uns auf dem Laufenden. Also wurdet ihr in Kolumbroli angeschossen? Linken? Nein, das war die Straße nach Kolumbroli, wenn man von Brenner rausfährt. Zwischen der Straßensperre und Brenner war das. Over. Das Auto vielleicht, was an uns vorbeigefahren ist? Nee, das war Dingens, oder? War das? Das war, glaube ich, der Jaschka, weil den hat der Schönkrenner auch gesehen. Oder ich habe in Snoopy. Ich habe in Brenner Snoopy gesehen, ja. Der Jaschka schläft. Dann war das Snoopy. Aber Snoopy hat kein rotes Armband. Also, der war das nicht. Nee. Der Jack hat auch so eine Maske. Okay. Ich würde sagen, dann zurück nach Brenner. Wenn die da, ich weiß, oder die sind vermutlich auf dem Weg hierher. Das kann auch sein, das ja. Kann, dass die, ja, ich denke, die sind auf dem Weg hierher. Okay, beziehst du Stellung? Weißt du, wo die Base ist von dem? Nee. Nicht wirklich. Also hier hast du ja die Gleise. Ja. Wenn du den Gleisen hier folgst, dann gehen irgendwann Gleise nach rechts weg. Und die gehen genau auf die Base zu. Also die Gleise teilen sich. Die gehen geradeaus weiter und nach rechts gehen welche weg. Alles schau klar. Mal, ob du da aus dem Wald her irgendwie eine erhöhte Position findest, wo du in die Base reingucken kannst. Ja. Und wir bleiben im Funk. Alles klar. Tschüss, Loco. Wie gesagt, wir gehen kein unnötiges Risiko ein. Die werden, also ich vermute, die sind auf dem Weg hierher. Die werden wahrscheinlich dann von dem Weg kommen. Von, ich schätze mal, von da. Aus der Richtung. Gehen wir vom Borek aus. Ja, genau, vom Borek aus. Wir werden uns am Waldrand an der Straße platzieren, dass wir Sichtfeld haben, falls ein Auto kommt. Oder falls die, wir könnten mal Lincoln fragen, ob die mit dem Auto unterwegs waren. Lincoln für Chief, komm. Wo gehen die hin? Man sieht, der kommt. Habt ihr einen Funkspruch gerade bekommen? Ja. Ja. Ich nicht. Vom Loco und vom Dings da, Lincoln.
Was haben die gesagt? Dass die Loco hat gesagt, er hat die Base vom Camry gefunden, hat schon einen Felsen positioniert. Hm. Und Lincoln hat gesagt, er kommt mit Snoopy und jemand anderem in zwei roten Guntern. Die kommen hierher. Ja, also so hab ich. Also Lincoln und Snoopy, oder? Lincoln, Snoopy und irgendjemand anderes, glaube ich. Max. Max. Ja, Max. Okay. Ja, lasst mal in den Wald gehen bis zur Straße vor. Sind wir alle noch zusammen? Okay. Ja. Einfach beobachten, ob sich was tut, ob jemand kommt und so weiter, ob sich da drin was bewegt. Da ist gerade einer von uns über die Straße gelaufen. Ja, ich und ein anderer. Wir sind im Gebüsch, gucken uns die Lage vom Gebüsch aus an, weil wir da mehr Überblick von der Straße davon haben. Ich kann die Base vom Camry sehen. Da sind so Holzpfähle oben auf dem Dach. Ich befinde mich in der Garage am See. Over. Ich befinde mich hinter dir an so einem riesen Felsen. Oh. Commander für Chief, komm. Commander hört, over. Wie ist Ihre Position? Ich befinde mich kurz vorm Gelände an einer Pipeline. So verstanden. Hat jemand Einsicht? Also von meiner Position aus sehe ich halt das Gebäude mit diesen Pfählen auf dem Dach, aber mir wurde gesagt, dass dort Türme stehen sollen auf dem Dach. Türme sind noch nicht fertig gebaut, nur auf der anderen Seite, over. So verstanden, over and out. Chief an Commander, bitte kommen. Chief hört.
Sichtweise, over. Ich nähere mich gerade alleine der Base, um weitere Eindrücke zu gewinnen, ob da, ob ein Auto vielleicht da drin steht oder irgendwas. Ich bin jetzt bei diesem größten langen Turm hier, ich bin ganz, ganz oben und verschaffe von hier mir einen Überblick. Auf dem großen Turm oben drauf? Komm. Positiv, sehe eine Person auf dem Dach, aber nicht komplett vom Dings hier, von der Base von Comery. So verstanden, im Auge behalten. Positiv, die Person hat eine schwarze Tasche, Armeekleidung. Und irgendwas weiß. Gesicht kannst du. Können Sie beschreiben, auf welchem Dach? Ben, bist du auf dem roten Turm? Bitte komm. Ja, positiv. Wenn du mich sehen kannst, in welche Richtung ich gerade gucke. Also ich laufe gerade in die Richtung, in die die Person ist. Guck mal in die Richtung. Alles klar, hab dich gesehen. Die Person ist immer noch auf dem Metalldach und sitzt dort. Verstanden, over. Auf welchem Dach sitzt die Person? Wenn ihr wisst, wo ich bin. Hinter Comery Space sind noch so kleine Fässer und so. Und da ist auch noch so ein kleines Gebäude, so ein Ziegelsteingebäude. Und da ist so ein kleines Dach und unten drunter ist so ein. Da, so eine Riesenkiste, wo die Züge immer beladen werden. Genau oben drüber liegt. Die Person gerade auf dem Dach. Haben Sie Schussfeld auf die Person? Positiv. Okay. Ja, over and out. Zur Information an alle, sind mehrere Zombies auf dem Gelände. Sollten wir auf das Gelände gehen, werden die Zombies unsere Position höchstwahrscheinlich verraten. Linken an PD. Ich würde aufpassen auf eintreffende Autos. Over. Chief an Linken. Meinst du mit eintreffenden Autos, dass ihr gerade hierher fahrt oder dass andere Autos gerade hierher fahren? Lincoln an Chief, ja, dass andere Autos zu Ihnen fahren. An alle Einheiten, Person bewegt sich jetzt weg vom Dach, ist jetzt hinter Comery Space auf dem anderen Dach und steht dort und guckt sich um. Chief an Commander, bitte kommen. Chief hört. Ich glaube, die haben Lincoln und Snoopy zu Auto gesehen und denken, dass wir von Sydney auskommen. Over. Okay. Also wahrscheinlich kommen die auch aus der Richtung Sydney, ne? Also siehst du da Personen? Negativ Personen, aber laut Positionsbeschreibung von Ben, ich sehe eine Person als Zombie, Entschuldigung. Wie das hier weitergeht, ob wir aus der ganzen Nummer hier alle gesund und munter wieder rauskommen, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge.
Ich hoffe, ihr habt den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert vor allen Dingen, damit ihr auch bemerkt, wenn das nächste Video am Start ist. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, den Cliffhanger konnte ich mir leider nicht verkneifen. Sorry. Also, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.